willkommen auf meinem Kanal auf German HD. Ja, ich bringe euch mal das erste Zombie-Gameplay hier auf meinem Kanal. Von vorneweg muss ich sagen, ich habe mir die Standard-Edition von Black Ops 3 vorbestellt und bin dann mal so in den Zombie-Modus gegangen und bin mal auf Karte wechseln gegangen und war so ziemlich enttäuscht. Also ein richtiger Abfuck. Da gibt es nur eine einzige Map, die man spielen kann auf der Standard-Edition, und das ist Shadows of Evil. Ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Da hätten sie ruhig ein oder zwei Maps mehr reinhauen können, anstatt nur eine einzige. Ich weiß, dass es auf der Digital Deluxe Edition noch Beginnt dabei gibt, also der Riese. Aber hier auf dieser Standard Edition ist leider nur eine vorhanden, aber ich hoffe, dass sich das mit einem DLC belegen lässt, also dass man der Riese auch irgendwann für die Standard-Edition runterladen kann. Ja, und da wir nur eine einzige Map haben, kann ich euch nur die eine einzige Map zeigen. Ist ja logisch, oder? Ja, Karte habe ich auch schon gezeigt. Hier den ganzen Kram brauche ich euch jetzt mal nicht zeigen. Also starten wir das Spiel mal direkt. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's. Es gibt ja schon diverse Zombie-Gameplays auf YouTube, aber ich habe ja gesagt, dass ich auf meinem Kanal auch Black Ops 3 Videos bringen werde. Folgedessen werde ich auch die hier machen. Ich hoffe, das Ganze können wir überspringen, weil das fuckt nämlich ziemlich ab. Ich wollte Zombie-Modus spielen und kann mir kein Porno hier angucken. Ich hab's gestern Nacht um kurz nach 12 mal kurz angezockt, ey. Weil ich hab so gefeiert, ich hab den Countdown runtergezählt, weil da lief ja dieser Countdown ab noch, was weiß ich, noch 2 Stunden. Bis zum Start, dann noch 1 Stunde und dann ging es runter. Irgendwann waren wir bei 10 Sekunden angelangt. Und dann habe ich direkt bei 0 Sekunden das Spiel gestartet und habe auch schon direkt losgelegt. Und das allererste, was mir aufgefallen ist, als ich in das Spiel reingekommen ist, Server down. Also das war eigentlich, ja, ziemlich enttäuschend. Aber damit war ja zu rechnen. Aber zum Glück ging das Ganze nicht lange. Ich glaube nur 5-6 Minuten und dann ging das alles wieder glatt mit den Servern. Dann bin ich ja ziemlich beruhigt. Also ich spiele hier die Map das zweite Mal und ich kenne mich nicht wirklich hier damit aus, muss ich sagen. Als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich gerade mal bis da vorne hingekommen und das war's auch. Ich glaube, ich hatte nur 4 Runden überlebt und da war ich schon hinüber. Das ist hier ja zur Bestie werden. Was das genau bringen soll, habe ich mich noch nicht so richtig mit befasst, aber man kann ja noch vieles lernen. Das Spiel ist ja gerade erst draußen, ne? Ich weiß auch nicht, wenn ich am Zocken bin, kann ich echt nicht so viel labern. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der nicht richtig trifft. Oder meine ich das nur? Doch, tut er wohl. 2 Schüsse. 1 Stich. Okay, reicht. Gehen wir mal an diesen Brunnen hier. Zur Bestie werden, dann machen wir das mal. Um zu was zu klettern, Elektrizität zu schließen, Nahkampf, okay. Hier läuft so eine Zeit ab. Wie man jetzt genau diese Tür aufmacht, weiß ich echt nicht. Ich habe schon ein paar Videos gesehen auf YouTube,
wie man mit dieser Bestie diese Tür aufmachen kann, aber irgendwie... Oh scheiße, jetzt hänge ich hier ganz schön in der Klemme. Och, nochmal Glück gehabt. Oh. Oh, Insta-Kill. Ich will jeden um, der mir in die Quere kommt. Der Kampf ist vorbei. Also ich wäre ja dafür, dass wir uns eine neue Knarre besorgen, weil wir sind jetzt, wie sind das? 500, die kann nur billig sein. Gibt es nicht irgendwas Teures? Ihr habt Blut an den Händen. Hier gibt es eben gar nichts, da hängt noch was. 750, das nehmen wir einfach mal das von Arne. Shotgun, ich hasse die Teile. Ich muss nur eins wissen. Wie können wir sie vernichten? Was ich noch erwähnen wollte, ich werde auch im Laufe des Tages werde ich einen Multiplayer Out of the Map Glitch zeigen. Den habe ich nämlich auch schon für euch. Aber dazu kommen wir natürlich erst später. Leider noch nicht hier im Zombie-Modus, da habe ich noch keinen Glitch Out of the Map, aber wenn ich einen habe, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Kanal hier zu abonnieren, weil da eine ganze Menge kommen wird, was Glitches angeht. Ein Glitch und der wird sofort von mir hochgeladen. Da könnt ihr auf jeden Fall sicher sein. Ich kämpfe gegen jeden, überall, jederzeit. Aber noch ist es noch nicht so weit. Aber wie gesagt, ich werde gleich, das heißt gleich im Laufe des Tages, ein Video hochladen mit einem Multiplayer Out of the Map Glitch. Wie viel Zeit gewinnen wir dadurch? Ich tippe auf etwa 30 Sekunden. Okay. Super. Kaugummi, da gehen wir gleich mal dran. Oh, gibt's hier keine andere Waffe? Gehen wir mal weiter. 1000. Oh, was ist denn jetzt los? What the fuck, was ist das denn? Alter. Hä? Was ist das? Alter. Da sehen wir aus wie fette Riesenwespen oder sowas. Ah, oh, ne, das ist ganz ätzend. Ganz ätzend ist das. Oh, jetzt komm mal. Oh. Was für eine Kacke ist das hier? Ah, oh, ich habe noch nicht mal Munition mehr. Du riechst wie geröstete Scheiße. Also das ist mir echt neu, das kenne ich gar nicht. Und ich mag's auch nicht. Versuch nicht, mich so anzugreifen. Mhm. Das sahen mir jetzt entweder aus wie Vögel oder so fette Riesenbienen oder Wespen oder auch. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das war. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Aber die wurden anscheinend durch die Hunde ersetzt. Sehe ich gerade. Und ich merke gerade, diese Map ist verdammt groß. Was ist das denn? Aha, Zug. Keine Ahnung. Machen wir einfach mal. Mach jetzt. Oh, super. Oh, Leute, nein. Na. Oh Mann, ist das peinlich. Naja, aber wenigstens zwei Runden mehr wie gestern. Ja. Das war's für ein Gameplay, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ich habe es erst das zweite Mal gespielt. Ich kenne mich auf dieser Map überhaupt nicht aus. Also folgedessen weiß ich auch echt nicht, wo ich dahin muss, wo ich hier die Waffen herkriege, wo vermaledeit diese blöde Kiste ist, weiß ich auch nicht. Aber ich muss mich da ein bisschen umgucken und wenn ich mich da halt besser auskenne, werde ich natürlich auch noch ein Video über diese Map machen. Und wie gesagt, es kommen heute noch ein paar mehr Videos über das Spiel und den Glitch, den Out of the Map Glitch im Multiplayer, werde ich natürlich auch noch hochladen. Darauf könnt ihr euch schon freuen.
Ja, und da würde ich sagen, wenn euch dieses kurze Video wohl bemerkt gefallen hat, dann lasst doch einen Like da. Und wenn ihr wisst, was das für komische Viecher waren, dann schreibt das doch ganz normal in die Kommentare, weil ich habe nämlich keine Ahnung, was das war. Wenn ihr das wisst, in die Kommentare schreiben und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.